Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Terranigma. Ich habe, wie ihr seht, offscreen a little bit gelevelt. Bis Level 30. Dies war mit 90%iger Wahrscheinlichkeit auch mein... Ah, okay, jetzt weiß ich, wie ich tauche. Letztes Offscreen-Leveln. Denn wirklich viele Dungeons, sag ich mal, kommen nicht mehr, wo es sich wirklich noch lohnt zu leveln. Ebenso kommen nicht mehr wirklich viele Bosse. So, wir sind in der Höhle des Great Lake und wollen einen werten Herrn befreien. Mir ist gerade eingefallen, ich habe die Story ja nie wirklich in Gang gebracht. Ich habe es ja mehr oder weniger übersprungen. Wen wir hier suchen, ist der Junge namens Will. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, der Perry aus Liberita hat mal erwähnt, dass es einen Jungen namens Will gibt, der Flugzeuge baut. Und den finden wir hier in diesem... Willst du hoch? Danke. Dungeon. Der hier quasi mehr oder weniger verschollen ist. Es ist Gott sei Dank nicht wie Columbo, dass er gefangen wurde oder so. So, was? Der Schatten. Hier haben wir einen Schatten, wie ihr seht. Der auch irgendwann gleich... Was ist das für ein Schatten? Hilfe! Helft mir doch! Hä? Ich dachte, ich hörte etwas. Und weg. Ja. Ein Schatten, der unsere Hilfe braucht. Wer mag das wohl sein? Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Net War. So, ich will essen. Nein, nein, nein. Boah, um Gottes Willen. Die Strömung war gefährlich. Willst du mir überlegen? Aua. Vergiftet. Sehr schön. 31 KP mal eben weg. Wir werden ein Gegengift kauen, natürlich, weil von alleine wird dieses Gift nicht aus... Was? Brauchst du jetzt nicht? Ballkraut? Brauche ich nicht. Serum? Das ist ein Serum, okay, ja gut. Vergiftung ist geheilt. So, jetzt habe ich nämlich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Sehr schön. I like turtles. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und, okay, ich bin dran vorbeigeflogen. Das heißt, wir gehen den ganzen Scheiß wieder hoch, aber Kopi lappt halt ab. Scheiße. Oh, ich will kotzen. Also, mal gucken. Was haben wir hier? Nein. Klappt bald ab. Geht mir nicht auf Nüsse. Boah, ab hier durch. Wir müssen nochmal nach oben. Okay, das war schlecht. Okay, das war noch schlechter. Ja, übelst nervige Gegner. Übelst. Aber jetzt müssten wir, glaube ich, wieder oben sein. Komm, die Schleime lassen wir. Jetzt ist es mir zu doof. Ja, jetzt sind wir wieder oben. Direkt hier hinten lang. Wollen wir uns auch nochmal eine Kiste holen nebenbei. Ich sonst weiß ich nicht, ob ich die geholt hätte. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, wir wollen... Uah, hier lang. Genau das. Wir haben hier einen Drachenanker. Ja, auf den ersten Blick der Brand. Drachenanker? WTF? Brauchen wir. So doof sieht das jetzt vielleicht auch anhören mag. Brauchen wir tatsächlich. Ausgerüstet. Da kann man nämlich gegen die... Strömungen anschwimmen. So, jetzt muss ich nur überlegen, wo wir lang müssen. Links oder rechts? Links. Nerv nicht. Ach komm, ihr dummen Popilla. Es geht mir nicht. Ufe Nüsse. Wir wollen hier rein. Blub. So, jetzt muss ich wieder überlegen, wo lang. Macht Look auf. Macht Look auf. So. Gute Frage. Wo müssen wir lang? Ich weiß es. Okay, hier nicht. Dumm. So. Hey, 10.000 Gold. Haben wir 5.000 Gold für Doombar raus. Da, 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 da. So, dann haben wir wieder ein paar Kröten. Muss niesen. Hatschi. Gesundheit. Nerv nicht. Wupp, gefährlich. Komm hier auf den Sack. Die lassen ordentlich. Die lassen 100, ich glaube 109 sind das, wenn ich das richtig gesehen habe, fallen. An Kohle. Boah, knapp. An Kohle. Ich brabbel mir eins recht. Meine Kraft nicht aus, um noch mehr davon zu nehmen. Ich muss Platz schaffen. Okay, machen wir. Dies wird eine Waffe sein. Was? Ich hab doch... Ah, nee. Hier sind diese vier Spezialwaffen. Ebenso wie die Rüstungen, wie man hier sieht.
Wir müssen was entsorgen. Was entsorgen? Was soll weg? Super doof. Der Flammenstab. Soll das wirklich weg? Ja. Okay, es ist weg. Und dann schmeißen wir noch die Dornlanze. Jupp. Okay, es ist weg. Ja. Na komm. Gut. Planetenbrecher. Lohnt er sich? Nein. Habe ich mir eigentlich gedacht, weil wir letztens den Xenon-Speer gefunden haben und der eigentlich einiges besser ist. Und so scheiße, dass mir keine Waffenrüstung verkaufen kann. Ich sage euch. So, Schleim stirbt, Blume stirbt, Schleim stirbt und Blume stirbt und nerv nicht. So, und wir nehmen uns diesen Stein. Wir nehmen uns den Stein, habe ich gesagt. Yay. Und was machen wir mit dem Stein? Natürlich. Boom, Peng rein. So. Das Becken ist geflutet. Dann wollen wir hier lang uns den Crystal holen. Gib mir Set. Dankeschön. Weiter geht's. Hier lang. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich mag diesen Dungeon nicht so sehr, was... Weiß ich nicht, mit vielem zu tun hat. Ich mag die Gegner, diese dummen Pupill-Kack-Dinger. Und ja, ist einige. Ich finde so die Höhle einfach. Ich mag diese Höhle einfach nicht. Das ist so. So viel mit Wasser zu tun. Wasser ist immer I und Ä und Ä. So, jetzt muss ich überlegen, wo ich lang muss. Was haben wir hier unten? Ich glaube, wir kommen einfach wieder nach oben, ne? Heilige! Ja, klar, hier kommen wir einfach wieder nach oben. Ja. Einfach nur der Weg nach oben. Alles klar, hat sich erledigt. Gehen wir direkt wieder hoch. Ich hoffe, ich schaffe die Höhle in dem Part. Wie gesagt, ich mag die nicht so besonders, aber. Muss mal gucken. So, wir gehen hier hoch. Schwimmen hier rein. Holen uns. Ich glaube, hier ist eine Rüstung drin. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Ja. Drachenrüstung. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Kann sein, dass die scheiße ist. Ich weiß es nicht. Mal schon mal gucken. Oh, Rüstungen sind voll. Drachenrüstung. Natürlich ist sie schlechter, was selber. Naja. Egal. Da. Wir wollen hier oben lang. Können wir nicht. Dann wollen wir hier lang schwimmen. Hier, diese Strömung hätten wir ohne den Anker nicht geschafft. Wir werden auf jeden Fall runtergerissen. Wochenenden. Nerv nicht. Ruhe. Runter und runter. Und runter. 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 Nein, knapp. So, wir sind jetzt. Hier irgendwo. Und irgendwo ist hier. Da ist die Tür, wo wir rein wollen. Genau. So. Jupp, Level schaffen wir. Vor dem werten Herrn Boss. Oder was heißt vor dem? Doch, schaffen wir. Uns erwartet in den Level ein Bosskampf. Kann ich euch schon mal drauf einstellen. Irgendwo. Irgendwo halt. Ich bin mir selber nicht mehr sicher. Irgendwo ist hier halt noch. Wir sind ganz nah, also das schaffen wir auf jeden Fall noch. Na komm, spiele mal ein bisschen hier, gib mal Gösch. Mr. Archibau, ach Michi, Entschuldigung, Arg. Wer nennt sein Held schon Arche? So, irgendwo muss doch jetzt gleich der Boss sein, verdammte Axt. Wo ist er denn? Da! So, Endboss-Time! Heilen brauchen wir nicht, schaffen wir. Um Gottes Willen! Ein Drache! Boom, kaputt. Boom! Nein, natürlich ist der Drache nicht der Boss, sondern die Seesterne. Und wir haben schon gewonnen. Oh mein Gott. Ich kam gar nicht zum Reden. Der Drache ist... der Drache ist Friedrich, die Seesterne sind die Bösen. Die Seesterne, unglaublich, aber war, die Seesterne haben den Drachen gequält. Ja, wie gesagt... Idorion ist vernichtet. Genau, Gussi schaut mich an. Ja, und gewinnen Zauber. Oh mein Gott, was war das denn, Alter? Ich bin, glaube ich, ein bisschen overlevelt. Gott, ist das schlimm. Hm, ich verstehe deine Sprache nicht. Ich nehme an, du willst mir helfen. Was? Wo bringst du mich hin? Zu einem Ort, wo wir gerade schon waren. Zu ihm hier. Hallo. Das ist Will. Hallo, ich bin gerade. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir. Ich heiße Will Turner. Nein. Seit meiner Kindheit ist es mein Traum, zu fliegen. Jetzt ist es soweit. Ich nannte meine Erfindung Flugzeug. Doch bei meinem ersten Sprung stürzte ich in die Great Lakes. Diese Dinger, die mich im Wasser angriffen, sahen aus wie Seesterne. Doch ein riesiger Drache tauchte auf und schützte mich. Der Gott des Meeres. Ich versprach dir eine Belohnung, also komm mit mir. Ich zeige dir was. Wann hat er mir eine Belohnung versprochen?
Egal, wir sind jetzt hier. San Juan von Perry. Niemand wohl verletzt, doch nun fehlen mir die nötigen Teile. Otakus Laden in Jemay begann mit Teile aufzukaufen. Das hat mich eine Menge Arbeit gekostet. Alles umsonst. Ich habe kein Metall mehr, um es zu vollenden. Jupp, ich werde hierbleiben und will helfen. Sag es Perry, wenn du siehst. Ach ja, das ist dieses kleine Mädel, was Perry gesucht hat, ne? Die vierte. Sag mal so nebenbei. So, haben wir volle Energie? Nein, haben wir nicht. Wir gehen mal kurz pennen. Ah, viel auf einmal jetzt, ey. Der Bosskampf, der war ja so, mein Gott, war der schwierig. Welche eine Überraschung. Kommen Sie selten. Und Markus 5 Taler. Bleiben. Ja, bleiben. Wir bleiben, genau das ist es. ZZZ. Ziemlich zügig. So, wir schaffen sogar noch ein bisschen was. Weil das Level ist vorbei. Wie gesagt, ich mag es nicht. Jetzt der nächste Dungeon. Haha, der wird ganz, ganz witzig. Ja, und wie er witzig wird. So. Ist immer noch nicht größer. Wir werden mal kurz einmal nach Luir gehen. Nur kurz. Keine Angst. Ich will einmal so gucken, wie Fotos abgeben. Vielleicht habe ich das noch nicht gemacht. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Was dann so ein bisschen für die Dingens helfen kann. Für die... Oh, Luir ist fertig! Ja, geil. Gut. Die Stadt Luir ist fertig. Wir werden gleich reingehen. Wir werden eben einmal hier oben ein Spiel machen. Hühner. Das Spiel heißt Hühner. Nein, Blödsinn. Das heißt Hühnerrennen. Hier hinten ist ein Spiel. Hühnerrennen. Wir können auf einen Huhn wetten. Was meinst du? Lass es hören. Das nächste Rennen gewinnt Nummer 3. Okay. Ja klar, sicher. Setz auf einen Huhn. Nummer 3. Gut, los geht's. Wir können hier einen Kristall gewinnen. Wenn unser Huhn gewinnt. Ich hoffe mal, der Tipp ist richtig, weil ich glaube, das ist eigentlich ein Glücksspiel. Und, oh Gott, das sieht schlecht aus. Nummer 2 hat... Wir hätten jetzt gewonnen. Nummer 3 führt das Feld an. Und... Oh, wir haben tatsächlich gewonnen. Cool. 150 Taler. Oh. Ich dachte, hier gewinnt man einen Kristall. Egal. Gut, dann hat es jetzt erledigt. Das war das Hühnerrennen. Loie. Was haben wir denn hier? Handwerker Pierre. Ja, die Leute sind gewachsen. Wir sind bei Magier, wo wir nicht hinwollen. Ach ja, was ich euch mal zeigen kann. Unsere Zauberschatulle. Ich glaube, die habt ihr noch nie gesehen, ne? Ha, fällt mir mal so ein. Das ist eine Zauberschatulle. Hier haben wir unsere Zauber. Hier sind die Ringe, die ich nicht nutzen will. Und hier haben wir die Anzahl der Kristalle. Wir haben 54. Ich habe noch nie in meinem Leben alle gekriegt. Ich glaube, es gibt 90 oder so. So um den Dreh. Habe ich noch nie geschafft. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Mit scheiß Waffen. Gehen wir mal zum Mookie Man hier. Zu der Glatze. Auch nur Scheiße. Alles klar, hat sich erledigt. So. Ist das in... haben wir hier oben noch irgendwas? Nein, wir gehen mal hier rein. Wir können irgendwo... Rocco Apartments. Genau, wir können uns ein Haus kaufen. Mhm. Das machen wir nämlich auch eben. Wir gehen aber erstmal ins Tourist Me und geben nochmal Fotos ab. Da. Jo, natürlich will ich das ausrüsten. So, und da. Komm her. Hallo, hey, wie sich fotografiert. Blablabla. Genau, Aloha, Liberita wissen wir auch. Und Goldküste wissen wir auch. Jupp. Ja, klar. Ich glaube, hier hinten ist da nur noch irgendwas drin. Nix. Ein Fernseher mit einer Katze. Tamagotchi. So, dann haben wir hier. Was ist hier drin? Ach ja, unsere Mary, der wir ja mal die Kostüme verkauft haben, hat ihren eigenen Laden. Blödsinn. Deren Kostüme wir verkauft haben. Die hat ihren eigenen Laden jetzt bekommen. Da können wir Croissants kaufen. Hier ist dieser schweineteure Oma-Laden von der Nettie, wo keine Sau mehr rein will. Dann haben wir hier die... Ich glaube, das ist die Kellnerei. Jo, die Kellerei, wo sie alle am Saufen sind. Und nein, ich dachte, hier gibt es noch irgendwo einen Kristall. Alter, der hier allein im Keller.
Läuft sie gegen den Tisch, da laufen wir gegen das Regal, versucht die Bierpullen von oben runter zu stoßen. Wir kaufen uns jetzt erstmal ein Haus. Also, Möbelhaus Patrick interessiert uns nicht. Eigentumswohnungen! Mitkommen. Wir kaufen ein Haus. Hallo, suchst du nach einem neuen Zuhause? Yo! Ein eigenes Heim? Klingt gut. Was kostet das? 800 Taler kosten die. Kaufe ich. Ich kaufe die Bude. Deine Wohnung ist bei Rock Apartment 101. Der Vorteil dieser eigenen Bude ist, speichern, kostenlos schlafen. Man ist jetzt so, aber es ist so ein nettes Gimmick, muss man sagen. Gefällt mir, wir kaufen jetzt noch fix eine Möbelgarnitur und dann war's das für diesen Part. So, hi Süße, wir haben die besten Möbel im ganzen Land. Sag mir, was du besonders willst und was dir gefällt. Ja, ich weiß. Ja, nerv mich. So, wir nehmen diesen Tisch. Jede Woche kaufen 100 Taler. Jo. Alles klar. Noch ein Tisch? Nein. Dann nehmen wir das Bett. Dieses ist ein warmes und bequemes Bett. 100 Taler. Ich glaube, das kostet, glaube ich, alles 100 Taler. Weiß ich gar nicht genau. Den Kleiderschrank nehmen wir auch noch. Ja, ich weiß. Dann kaufen wir das Bücherregal. Sogar mit Büchern und einem Teddybären. Spottenbill. Ich glaube, insgesamt zahlen wir vielleicht 1500 oder was. Eine Uhr. Ja, du gefällst mir so. Dann kann ich dich mitnehmen. Nein. Ja, läuft alles klar. Ja, du redest immer denselben. Ja. Was das? Kasse. Habe ich alles. Gut. Ja, sie kommt mit. Nein, kommt sie nicht. Schade. So, wir haben unser... Ich glaube, hier ist unser Apartment. Das müsste das hier unten... Ah, der Schlüssel. Genau. Hausschlüssel. Ausgerüstet. Kling. Und unsere eigenen vier Wände. Yo. Sehr schön, nicht wahr? Wir sitzen hier, wir sind hier zwar nur einmal drin, aber scheißegal. Ich würde sagen, das nutze ich direkt, um zu speichern. Hier. 10, 14. Ich hab noch ein paar Minuten, ne? Ja, komm, machen wir noch ein bisschen was. Ja, hab ich gerade gesehen, vor 14 Minuten erst gespeichert. Scheißegal, ein bisschen kriegen wir noch was hin. So, wir haben hier, ich glaube, sonst ist nichts mehr. Pierre, der hat da unten, da müssen wir aber nirgendwo mehr hin. Wir haben eigentlich alles geschafft. Diese Stadt ist voll entwickelt. Fehlen noch drei. Aloha entwickelt sich noch einmal. Da gehen wir später noch hin. Da können wir aber erstmal nichts machen. Seeheim und Liberita. Ja, und die Goldküste natürlich. Entschuldigung, und die Goldküste. Ich glaube, Goldküste können wir noch nicht machen. Ich glaube, Seeheim dauert auch noch, Liberita allerhöchstens. Ist aber auch noch nicht, ne, Seeheim auch nicht. Lyoto können wir nicht und ja, wie gesagt, Goldküste dauert. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal nach Otakus Laden. Das schaffen wir noch in dem Part. 3-4 Minuten nehmen wir jetzt noch auf und dann ist gut. Wir müssen den Weg schaffen, wa? Da, 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 da. Oh, dieser Sound ist göttlich. Ich sag euch. Moment, eins will ich noch nachgucken. Gehen wir noch nicht in Otakus Laden. Dauert noch ein bisschen. Sorry, Leute. Aber ich will jetzt noch einmal was nachgucken. Da ist jetzt irgendwas, das lässt mir keine Ruhe. Ohne Witz, das lässt mir keine Ruhe. Wir sagen, dann speichere ich gleich vor der Stadt ab. Nicht speichern. Mein Gott, ich cutte kurz. Und dann geht's danach weiter. So. Auf diese Insel, die ihr da unten rechts seht, diese komische 6-Pixel-Insel. Die möchte ich mal besuchen, kurz einmal. Das müsste hier sein. Ist hier was? Yo! Gott, hat sich doch noch gelohnt, Gott sei Dank. Und oh nein. Oh nein. Ich hasse es. Und ich glaube, das dauert so lange. Hui, hui, gefährlich. Hui, hui, gefährlich. Hui, hui, gefährlich. Watschel, watschel, Entchen. Watschel, watschel, Entchen. Da, 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 da. Und ein Kristall. Sehr schön. Weg damit, wollen wir nicht. Mich erhält einen Kristall. Yay, und wir gehen wieder zurück. So. Haben wir das auch schon erforscht. Unser nächstes Ziel ist Jamai, oder wie man es Jamai, wie man es auch schon nennt. Jamai hört sich cooler an. Da waren wir schon einmal kurz, als wir auf Entdeckungstour waren, aber ui. Jetzt können wir da quasi erst richtig was machen. Und es geht mit der Story sehr interessant weiter. Nicht so was relativ Unwichtiges wie mit Will, das war ja eher so jetzt hier und ne. Also so richtig interessant, so mit Belina und so, das wird gleich noch äußerst spannend.
Und ich glaube, ich habe einen Umweg genommen. Ich hätte einfach zwischen Asien und Nordamerika durchschippern sollen. Egal. Kann ich noch eine Minute dumm Stuss brabbeln. Und die Folge überziehen. Egal. So, hier sind wir wieder in Australien. Da schwimmen wir dran vorbei. Da, 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 da. Oh, der Sound. Ich sag's immer wieder gerne. Komm, wir schwimmen einmal durchs Land. Tschuk, 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 tschuk. So, Jamay. Unser nächstes Ziel betreten wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und schaltet beim nächsten Part von Terranigma wieder mit ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao, ciao.